Ein kleiner Fake. So, was haben wir hier? Flying Horse. Oh, nice. Das alte Bekannte aus Devil May Cry 1. Hell Kana. Devil May Cry 3 meine ich. Ah, ich bin ausgewichen, Mann. Ah, ich bin nicht ganz überzeugt von dem, was ich mir eigentlich jetzt zurecht drücke auf dem Gamepad. Oh, nice! Ich wollte gerade sagen, das ist so eine typische Stelle, in der es bei Devil May Cry 4 wahrscheinlich, wenn man hier ein bisschen stehen bleibt, so als Belohnung so Orbs gibt. Und genau das ist ja auch der Fall. Wusste ich auch nicht. Coole Sache. So, gucken, was ist passiert. Hier gibt es noch eine Overture. Okay. Was heißt denn mit der DMC-Crew? MIT mit? Hä? Verstehe ich nicht. Die DMC-Crew. Ich kapiere es nicht. Ist das eine Online-Funktion oder sowas? Volle Energie nehmen wir mit. Hat man aber vorher, glaube ich, auch schon gehabt, ne? Moment, hier geht's rein. Geht's hier auch weiter? Sieht so aus. Mal kurz den Raum checken. Okay, im anderen Raum hören wir. Ne, in dem Raum ist das. Ah, komm mal hier. Was ist das? War da noch einer? Okay, gut. Haben wir das noch geholt? Den hat man auch sozusagen irgendwie triggern müssen, ne? So, hier noch was? Moment. Okay, hier war ein Durchgang. Alles klar. Ja, dann geht's, glaube ich, nur hier weiter, oder? Ist da oben noch irgendwas Rotes? Nö. Nichts Rotes. Dann gehen wir durch diese Tür. Scheint ja der einzige Weg zu sein. Das V. Looks like I'm gonna make it there before you do, V. Whoa. Er kämpft gegen irgendwelche Viecher. Trying to stop me. Oh, whatever shall I do? Yeah, I can make this work. Was für ein ekliges Vieh. Egal, Hauptsache mal in die Tasche stecken. Eine Nidhogg-Larve. Eine Larve des parasitären Nidhogg. Ernährt sich von schwachen Teilen des Olifoth und zerstört dessen innere Struktur.
Upsi, kann man natürlich hier einsetzen. Lecker. Wenn das mal so einfach wäre. Wer denn? Meint er jetzt wie? Okay, hier geht's hoch. Ja. Also gewisse hier so Orte haben in den Capcom-Spielen immer einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Wiedererkennungswert, genau. Wenn ich mich verirrt habe, kann ich Kamera als nächstes Ziel ausrichten. Okay. Ja, okay. Ja. L, ich halte es gedrückt. Warte mal. Gut, da geht's also lang. Ja, können wir machen. Aber lass mich ja trotzdem erstmal die Gegend hier erkunden. Also ich finde, das sieht ja sehr ähnlich aus wie bei Devil May Cry 4. Na, immerhin auf C sind wir gekommen. So, heißt das, nach oben hin kommen wir auch nicht weiter? Ja, das heißt es. Aber, habe ich... Ist das, scheint mir das so, dass man das Vorkommen dieser... dieser roten Krabbelfischer hier triggern kann, indem man bestimmte Orte betritt. So... Wow, also wie hier jetzt irgendwie? Ich habe irgendwie was kaputt gemacht und das, keine Ahnung. Kleiner Besuch hier im Raum. Hier mit integriertem. Also wir sind auf jeden Fall. Wurde gesagt, in welchem Jahr wir sind. Also wir müssen ja schon irgendwie sehr gegenwartsnah uns hier befinden. Mit Flachbildschirm in der Wand integriert. Das klingt ja schon so ein bisschen nach 2000. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. 15 mindestens. Aber eher neuer, würde ich sogar sagen. So, was sagt unser... Ne, brauchen wir nicht, das Grüne. So, haben wir denn hier noch was? Ein geschlossener Raum. Upsi, hier haben wir die Larve. Nehmen wir mal mit. Nein. Ah, cool. Wie haben wir das denn jetzt gerade geschafft? Haben wir aus Versehen in eine andere Etage
rein befördert. War ein sehr langweiliger Finisher meinerseits, muss ich sagen. So, getriggert haben wir die. Das ist ganz gut. Aber auch bis jetzt ist mir die Kamera noch nicht allzu negativ aufgefallen. Also gerade an Stellen wie hier müsste man das doch eigentlich am besten merken. Denke ich. Gerade weil das hier so eng ist. Und hier hätte doch die Kamera die meisten Probleme. Aber die funktioniert doch total gut. Ich verstehe gerade wirklich das Problem nicht. Ah, cool. Wie er die Richtung ändert. Ah. Auch ein nettes Detail. Naja, gehen wir mal weiter. So. Das nehmen wir auch noch mit hier. Eine rote Stilblüte. Vermutlich kommen jetzt gleich wieder Gegner. Was muss ich hier kaputt machen, damit Gegner kommen? Keine. Okay, manche Wände denken, haben spezielle Muster. Wenn ich die von weitem aus der richtigen Position richtigen Winkel betrachte, werden sie kombiniert und enthüllen Geheimmissionen. Stelle dich auf die glühende Stelle in der Nähe und blicke in die richtige Richtung, um das Muster zu vervollständigen. Oh ja, okay. Geheimmissionen stellen dich vor eine Aufgabe, für die du eine Belohnung erhältst. Nach dem Entdecken einer Geheimmission kann diese Mission im Hauptmenü ausgewählt und beliebig oft erneut gespielt werden. Nice. Okay, dann haben wir wohl hier unsere erste Hauptmission. Nebenmission. Geheimmission. Jetzt habe ich es erfolgt. Quasi am richtigen Fleck stehen. Der da wäre. Warte. So vielleicht? Ah. Jo, dann eliminiere alle die. Ja, probieren wir mal. Gucken, ob wir das schaffen. Erfahrungsgemäß lohnt es. Also, es ist manchmal hilfreich, in die Mission später nochmal hinzugehen, wenn man etwas stärker ausgerüstet ist. So, weil wir haben nämlich jetzt nur noch eine Minute Zeit für die ganzen anderen. Na los, mach ihn halt fertig. Zeit ist knapp. Oh, Sekunde. Mist. So, entschuldige bitte. Das hat halt gerade geklingelt. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Naja, dann war das wohl eher tatsächlich eine kleine Einsteigermission. Was aber völlig okay ist. We did it! Nice. Gute kleine Einführung in die Geheimmission. So.
unten. Moment. Dann. Wo geht's denn weiter? Sirius, ach so, hier. Wow, das... Ja, toll, danke schön. Oh Gott. War jetzt kein sonderlich toller Finisher, aber hey, wir haben kurz den S-Rang erreicht. Ist auch nicht verkehrt. Wie gesagt, ich muss ein bisschen reinkommen hier in die DMC5-Steuerung. Aber immerhin zweimal S-Rang, das ist ja schon mal was. So, was ist denn hier los? Was ist eigentlich derselbe Mission mit dem S-Rang? Hier geht's runter. Ich weiß, mir die Plastikspiele kaputt gemacht. Ja, Mann! So, was ist hier los? Wir können ja noch ein bisschen Overture einsammeln und unsere Energie aufpäppeln. Ich glaube, wir haben gar keine Energie verloren gerade in dem Raum. Was ja ganz cool ist. Ich muss sagen, wir haben hier so leichte Mini-Frame-Drops von so ein paar Zehntel Millisekunden. So. Und das stört mich gerade so ein bisschen. Und ich finde, die machen sich überproportional bemerkbar. Weil eigentlich, ich meine, hallo? Sollten wir immer noch so nahezu 60 Frames haben. Mit nahezu 60 Frames meine ich 59,92. Aber irgendwie fühlt sich das ein bisschen hakeliger an, als es eigentlich sein sollte. So, jetzt sind wir hier. Aber es könnte daran liegen, dass ich im Borderless Window Mode spiele. Das kann tatsächlich sein. Also sprich im, vielleicht, mal gucken, vielleicht muss ich dem Task mehr Priorität zuweisen oder sowas. Normalerweise würde ich im Fullscreen spielen. Aber das gibt Probleme mit der Aufnahme. So. Okay, hier brauchen wir so eine komische Larve. Und da oben ist was. Ein Arm. Eine Gerbera. Ich muss sagen, der Elektroarm hier, der gefällt mir ein bisschen besser. So, können wir hier hochklettern? Sollen wir hier hochklettern? Ich wette, hier lohnt sich auch voll, die Augen aufzuhalten, um irgendwelche Secrets reinzukommen. Denn ich weiß eigentlich, dass, also hier, Devil May Cry, die RE-Engine, die ist halt ziemlich gut und sehr performant, wie ich finde. Sieht sehr gut aus und erlaubt trotzdem normalerweise immer gleichzeitig sehr hohe Framerates. Wow. Das heißt, unter normalen Umständen kriege ich hier ein paar mehr, definitiv. So quasi, weiß ich nicht. Zwischen 120 und 180 Frames. Manchmal 200 sogar. Also, das ist wirklich sehr performantes Spiel. Hell and Tenora. Oh.
Okay. Dann ist die weg. Das heißt. Da wie ich im Finisher noch daneben schlage. Das sieht mir echt manchmal ein bisschen albern aus. Okay, Weg ist frei. Wir können hier unsere Nidhoggenlarve einsetzen. Und, ah, Moment. Die Orbs, die nehmen wir auch noch mit hier. Die gönnen wir uns. Genauso wie diese Gerbera, die wir jetzt einsetzen können. Oder aufnehmen können, vielmehr. So. Ich überlege, ob wir dann doch noch in eine vierte investieren sollen. Wie viel war das? 3500? Schauen wir mal. 3500 rote Orbs sind eigentlich noch eine ganze Menge, gerade am Anfang. Aber der Sound, ne? Der ist auch total retro. Das ist hier voll eine... voll... Devil May Cry 3 Anleihe. Finde ich aber gut. Ich fand den Soundtrack ziemlich hammer. Und ich muss sagen, die Kampfmusik hier gefällt mir auch ziemlich gut. Ich krieg jetzt schon manchmal schon eine Gänsehaut, wenn ich die Kampfmusik hier höre. Moin, Telefonzelle. Okay, schauen wir uns gerne an. Anscheinend ruft uns eher gerade jemand an. Da müssen wir, glaube ich, uns nehmen. Wir haben volle Energie. Puh, falscher Knopf. The phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the third ring room? Tell you what, you call me from now on and I'll hustle on over. Devil May Cry. Ach ja. Hey Nico, ich kann dir herbeirufen mit einem Telefon. Alles klar. Ach schön, ey, auch mit dem alten Schriftzug und so. Ah, okay. Wo kommen wir? Wo gehen wir rein? Hier. Okay. Yo. Hi. So, und immerhin 22.000. Können wir ein bisschen was ausgeben. Was haben wir gesagt? Was wollten wir machen? Wisenatch 2? Nee. Moment, Tablehopper 2. Ah, okay. Da können wir zweimal ausweichen. Ja, aber das ist, glaube ich, echt was für ein bisschen später. Hier, diese Airhike ist super geil. Das hat einen Doppelsprung. Den wollen wir auf jeden Fall irgendwann haben. Und Enemy Step, das ist halt so eine Sache, das gibt da nochmal extra Stilpunkte, ne? Für höhere S-Ränge, um die leichter zu erreichen. Oder mehr Möglichkeiten, S-Ränge zu erreichen halt. Call-Up 3, noch viel zu teuer. Was heißt Call-Up 2 eigentlich? Haben wir das, mehr Kraft, Call-Up-Schüsse. Okay, gut, alles klar. Sobald die Anzeige voll ist, stehen dir 3 Schüsse zur Verfügung. Okay, wie auch immer. Ja, also, dann Red Queen. Ich glaube, wir wollen unsere Red Queen verbessern. Wir können den Strike verbessern, können aber auch... Ich würde lieber hier in sowas gehen, hier Red Combo C. Ja, bitte, den hätte ich gerne. Red Combo C. D. Okay, da können wir noch eine. Das ist auch nicht schlecht. Und Roulette Spin. Ich glaube, den benutze ich einfach so häufig. Den hätte ich gerne. Und auch der Shuffle, bitte. Haben wir noch Geld für Shuffle? Was ist denn die Payline? Ah, geil. Aus der Luft und dann nach vorne. Ja, das ist auch geil. Machen wir auch demnächst mal. Hardway. Am Boden halten und. Oh ja, geil. Herrlich. Caliber. Oh, ich liebe diese Attacke. Die gab es in Devil May Cry 4 auch schon. Okay, auf geht's. Wir nehmen den Shuffle noch mit.
Ja, Mann. 8000, so, dann sind wir schon das ganze Geld los. Wunderbar. Nehmen wir alles mit. Anpassung abschließen, auf jeden Fall. Also, was haben wir gelernt? Wir haben das hier gelernt. Das hier. Das andere habe ich schon alles wieder vergessen. Das haben wir noch gelernt. Hier. Und das hier. Ne, Moment. Was ist das da oben für ein Vieh? Seht ihr das? Oh je, je, je. Konnte man bei ihm auch abspeichern? Ich glaube, speichern wird dann automatisch gemacht. Ja, was soll ich sagen? Weiter geht's. Wir haben uns genug zu Hause gefunden.